Dieser Wohnblock in der Hilde-Koppi-Straße in Biblach ist für obdachlose Jugendliche oft der letzte Ausweg. Denn hier befindet sich seit diesem Winter das Nachtasyl des Geraer Streetwork-Vereins. Schon 120 Mal seit der Eröffnung im November wurde das Obdach für die Nacht genutzt. Hier können obdachlose Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene herkommen, die nicht mehr in ihren bisherigen sozialen Zusammenhängen leben, also wo es zu Hause Stress gab und sie sich verdrückt haben und dann eben ja, bei Freunden, Kumpels untergekommen sind oder eben auch auf der Straße gelebt haben und oder auf der Straße leben, so muss man das sagen. Und denen wollen wir ein Angebot machen zum Ausstieg eigentlich. Sie können ja herkommen ohne jede Vorbedingung, ohne eine Anmeldung. Wir haben jeden Tag täglich in Wintermonaten von 21 bis 8 Uhr geöffnet, bis 24 Uhr ist Aufnahme, sodass sie hierher kommen und sagen, Mensch, ich will hier unterkommen, heute Nacht erstmal und gibt eine warme Mahlzeit. Sie können sich waschen, können ihre Klamotten waschen und finden hier ein Bett. Und nicht nur das. Für viele ist auch das Gespräch wichtig. Über ein Bereitschaftssystem stellen die Streetworker Kontakt zu Organisationen und Ämtern her, die den Jugendlichen weiterhelfen können. Es kommen also jugendliche, junge Menschen hierher, die müssen, ja, um irgendwo anders schlafen zu können, dafür bestimmte Leistungen erbringen, zu denen sie nicht bereit sind oder nicht mehr in der Lage sind. Und dann geht es eben erstmal nur darum, eine Übernachtung zu haben. Und andere, die wollen einfach eben doch quatschen, beziehungsweise denen sind die Probleme über den Kopf gewachsen und sagen, Mensch, ich schaff's nicht mehr alleine. Und da ist das Gespräch, das am Abend hier geführt wird, immer der erste Einstieg, also das erste Angebot. Die Streetworker hören sich die Probleme und Nöte der Jugendlichen an und versuchen weiterzuhelfen. Manchmal auch ganz konkret. Mit Kleidung, Lebensmitteln oder der Möglichkeit, die eigene Wäsche zu waschen. In einigen Fällen geht die Unterstützung auch noch weiter. Nach dem letzten Winter waren 3 Jugendliche übrig geblieben. Eine junge Frau und 2 Jungs. Die junge Frau ist, erstmal bei einem Freund untergekommen. Aber die 2 Jungs waren wirklich übrig. Und für die haben wir dann hier in Biblach Ost eine Wohnung angemietet. Weil der städtischen Wohnungsgesellschaft und da waren wir damit in der Lage, den erstmal weiter auch über die Laufzeit des Nachtasyls Obdach zu gewähren. Daraus sind dann mittlerweile also noch 6 Wohnungen entstanden. Wir beherbergen also, wir sind in der Lage, bis zu 12 junge Menschen da aufzunehmen. Anfang Februar hat der Streetwork Gera e.V. für das Nachtasyl einen Spendencheck über 18.000 Euro von der Kampagne Thüringen sagt Ja zu Kindern erhalten. Das Geld stellt sicher, dass in diesem und auch im nächsten Winter die Unterhaltungskosten gedeckt sind. Über zusätzliche Hilfen freuen sich der Verein und die Jugendlichen natürlich trotzdem.